Nee, morgen. Bist du da? Ja. Bei dem, da ist hier, das sind nochmal Events. Ah, mal testen, testen. Testing, testing. Blubber, blubber. Viel zu laut. Im Ernst? Ja, okay. Ta-ta-ta-ta-ta. Das ist mir das, was du vorne hast. Das da? Und legst da drauf. Mhm. Das wollte ich euch nachher noch zeigen. Mir? Das wollte ich euch noch zeigen. Ja. Vielleicht fange ich es einfach damit an, oder? Du hast Wasser. Hm? Du hast Wasser. Nee. Was willst du uns zeigen? Das du. Ja, dann zeigst du. Ja. Jetzt musst du vorgehen. Muss ich vorgehen. Okay. Wo fangen wir an? Hallo! Ja, das geht so gut. Ja. Ah, das ist das voll hart. Ich gehe da hin, ja? Ich zeige also mal, was der hier. Also, mit Software kann man auch Dinge machen bei Computern und auch zwar auf Nähcomputern, Stichmaschinen. Und wenn man es richtig macht, kommt sowas bei raus. Ja? Das ist mein. Seitenprofil-Dings, ja, vor einiger Zeit genommen, dreimal irgendwo durchgegangen durch Digitales und nun da drauf gelandet auf diesem Ding. Das ist keine 5 Stunden her. Und wer hat es gemacht? Die Andrea Meyer, ihres Zeichens bekannt, bei Linux-Wochen war sie mit dabei, mitgeholfen, sie hat die Jux-CD gemacht, Jung-Linux, ja, so eine angepasste Knoppix. Ja. Jux-Lala. Die Jux-Lala ist dann die dritte Version. Ach so. Genau. Also erst fürs Jux und dann Jux Lala, so. Weil die Zielgruppe von der Zeit her sich geändert hat, waren vorher Jugendliche, dann ein bisschen jugendlichere Jugendliche und schließlich dann für den Kindergarten Jux Lala. Ja, sie macht also das jetzt auch und hat viel auch mit Software und so weiter zu tun. Es gab ein nettes Projekt, und zwar nämlich den PGP-Code, den man hat, ja, den Schlüssel umzusetzen in etwas, was man aufsticken kann, um eindeutig wiederzuerkennen, wem es gehört. Und daraus wurde so eine Art Random Walk, der nicht ganz random ist, weil er nämlich den Schlüssel benutzt. Ja, also der Schlüssel gibt vor, wie dieser Random Walk aussieht. Also es sieht nur random aus, ist es aber nicht. Und an diesen Dings kann man wiedererkennen, wem es gehört. Wenn man sich das sozusagen aufstickt, dann weiß man, ah, es meins. So ein bisschen wie diese ASCII-Codes, wie heißt die nochmal, die es bei SSH-Keys gibt, um es anschauen, diese ASCII-Codes. Wie heißt der? Bubble, steht demnächst im Titanfeld, ne? Genau. Wie auch immer, das ist jetzt dabei herausgekommen, finde ich sehr schick, ja. Und gibt es dann auf stitchcode.com zu sehen. Webseiten, ja, also wollte es heute nicht anstellen. Das ist cool, das heißt, meine Zeit ist dumm, ja, wenn der Screensaver kommt, dann ist Zeit weiterzumachen. Ja, und jetzt haben wir natürlich eine Runde von Leuten, die das zeigen können und Amir hat gesagt, er muss bald wieder weg, deswegen möchte ich jetzt den Amir dahin rufen. Zeigst du was auf dem Computer? Ich könnte das auf dem Computer zeigen, ja. Dann würde ich sagen, nimmst du einfach den Platz ein und steckst das Kabel. Ja, wenn du sitzen. Ja. Wie heißt das? Zwingend Discussion. Das machst du mal. Nochmal vor die Linse halten. Achso, vor das Ding. Das heißt Neuroside. Und es geht dabei darum, dass ich
experimentieren wollte mit neuronalen Netzen und genetischen Algorithmen. Und die verwende ich in einer Space Battle Simulation. Was bedeutet, also die Physik, die hier verwendet wird, die hat auch Masse und Trägheit und funktioniert in einem schwerelosen Raum. Und genau, und es geht jetzt darum, diese Züchtungen zu trainieren, indem man sie verschiedenen Szenarien aussetzt. Also da, dieses Szenario zum Beispiel, also das sieht man wahrscheinlich nicht ganz so gut, ja, aber besteht aus zwei gegnerischen Teams, und zwar aus Grün, die als Dummies konfiguriert sind, damit sie leicht zu finden sind, und aus Rot, die trainiert werden sollen. Und es ist so, dass es gibt also finiten Treibstoff, also auch Ammunition. Und wenn der Treibstoff ausgeht, sterben. Und hier in diesem Szenario werden sie am Anfang nur mit sehr wenig Treibstoff ausgestattet und gar keiner Munition. Und deswegen müssen sie gleich zwei Dinge lernen. Und das Erste, was sie lernen müssen, ist, sie müssen zu diesem großen roten Punkt, ihrem Home Facility, um sich aufzuladen und müssen dann zu den Gegnern hin, um sie zu treffen. Also die trainieren noch nicht sehr lange, also sind halt nicht so besonders gut, also ich habe sie vor 5 Minuten gestartet. Und das ist die 61. Generation, aber die machen das eigentlich schon ganz okay. Das sind die ganz vielen kleinen Dinge, die man fast gar nicht jetzt so sieht, ja? Ja, leider, ja. Also ein Schwach. Vielleicht können wir das da runterziehen, oder? Ja, da gibt es nichts. Ja, genau. Ja. Gibt es keine runterziehen? Ich kann ein bisschen weiter reinzoomen. Ja, das wird auch nicht viel besser. Gut, ja. Machen wir ruhig weiter. Ich kann das nicht so. Ja. Okay, erst muss ich das sagen. So. Und eins, was man zeigen kann. Sven, du kannst vielleicht das Fenster zur Wohnverwendung lernen, das ist schneller. Ja, das wollte ich immer. Und so sieht halt das Ganze am Anfang aus. Sie gehen halt in viele Richtungen. Und ich sollte wohl eine Präsentationsversion schreiben. Mit mehr Kontext. Wo man die Punkte auch besser sieht. Ja, viel besser. Ja. Ist ja nur Zeit, ne? Ja. Das war's. Okay. Sehr interessant. Danke. Ganz lieb. Wie könnte man das dann los? Ich bin eh gleich finster. Ja. Mal wieder. Wo findet man das und wie heißt das ganz genau? Also ich habe hier irgendwo, ich habe da was eingetragen ans Log. Ah, ja. Nein, Neuro-Zeed. Zite? Ja, also mit CID. Ah, CID, so, so von Töten halt, ja? Neuro-Zeed. Okay. Ja, bitte da einfach noch eine URL mit dazu packen. Okay. Ja, und damit man das findet. So, Neurofield, Nils, Dörr. Genau, funktioniert, wunderbar. Ja, was haben wir noch so alles für Zeug? Ich würde euch noch bitten, das, was ihr zeigen wolltet, vielleicht einfach noch mit hier hineinzuschreiben. Wir haben das auch irgendwie mal vorbereitet, liegt noch weiter unten. Und scrollen wir ein bisschen runter. Achso, hier Teilnehmer, Pipo, wenn euch jemand ansprechen will, deswegen, dann würde ich euch bitten, da nochmal eintragen. Also, wer ist da? McLemmon. Der Thomas kommt noch hoffentlich. Ja, und dann fehlt da noch der Quentos und der Amir. Also die Idee hier so entweder, wie viele von euch auf IRC oder den Key-ID eintragen. Und dann ist ja implizit auch eine E-Mail mit dabei zum Anschreiben. Ja, auf dem Twitter-Pad findet man die ehemaligen Show and Tell auch alle. Ja, ich habe hier da unten bei den Links habe ich das auch reingeschrieben. Das ist das aktuelle und die Previous Show and Tell, soweit wir die hier gemacht haben, habe ich auch mit reingeschrieben.
mich da direkt hin mit dem Browser oder wenn ja, ist? Mit dem Browser, da, das ist die Adresse. eventstitanpad.com/13. Ja, ist das eine allgemeine Uhr oder ist das von dir etwas? Ja, das titanpad.com ist die Website, die den Service macht. Von das dir? Ist da ein, nein, da im Hintergrund aber Michael Prokop aus Graz, ja. Und wie hießen die anderen beiden nochmal, muss ich wieder schauen, die den Service eben machen. Ja. Und ich habe mich registriert mit dem Accountname Events. Ja, ja, jetzt okay. Wenn so ein Event ist wie da, dann mache ich halt ein Pad. Ja, okay. Aber es kann natürlich irgendwas anderes sein, kann jeder für sich was machen. Mhm. Man kann auch einfach direkt, vielleicht zeige ich das nochmal auf der Homepage, natürlich Titanpad. Man kann auch einfach hingehen und einfach ein Pad machen. Aber man braucht noch nicht mal unbedingt einen Account. Create Public Pad. Das ist der Button. Mhm. Da drückst du drauf, dann kriegst du eine zusammengewürfelte URL und dann geht's los. Na und wie komme ich jetzt zu dem von dir? Einfach wo? Naja, da musst du halt dann mal titan.com/13 und vorher noch den als Hostname, das ist der Accountname. Was ist 13? Der 13. Es wird einfach nummeriert. Wenn du sagst, no, create pad, dann wird es hochgezählt von 1 auf okay. Irgendwo hin. Ja. Genau. Und dann mir fällt da noch, gehst du nochmal zurück auf die. Ja, ja. Und wenn sie, geh auf die URL drauf, wenn es das 13 weglässt, was kommt da? Kommt da eine Übersicht, eine Liste? Naja, jetzt bin ich eingeloggt. Achso, okay. Der, ja. Aber okay. Könnt ihr eigentlich mal machen. Ich habe mir auch eins gemacht, wie immer, unter meinem Namen. Wie langweilig. Kukustitan.com, das muss man jetzt mal schauen. Aha. Da kriegst du einfach nur ein Login. Okay. Und ja. Nehme ich also an, dass bei Events Titan.com kriegst genau das. Mhm. Aber das 13. habe ich eben public gemacht. Das heißt, du kriegst auch noch nicht mal irgendwie ein Login, irgendetwas, sondern du kriegst einfach das Pad. Das ist offen. Mhm. Und das habe ich dann da mal eingestellt bei Security. Da steht public. Mhm. Könnte ich auch auf private setzen und ich könnte dann auch noch ein Passwort dazu geben. Mhm. Ja, also ja, die Pad-Options üblich, man sieht die Farben von den Autoren, die sieht man jetzt ganz gut. Ja. Mhm. Und die Line-Numbers auf der linken Seite, da sieht man auch den Abstand, also das ist alles nur eine Zeile hier, die drei. Ja. Und ich habe auf Monospace geschaltet, den ja. Font, weil ja, ja. Nein. Und schön ist halt auch, dass man das ganze Zeug exportieren kann in 6 verschiedene Formate. Einfach der Text wie er ist. Als Bookmark-File habe ich noch gar nicht ausprobiert. HTML, Microsoft Word, weiß gar nicht, was das ist. PDF schon mal gesehen. Open Document natürlich. Ja, da ist ein Video dabei. Ne? Und dann, ja, jetzt habe ich sogar draufgeklickt. Ja, und wie immer natürlich, der Hit ist dieser Timeslider, ne? Wenn man darüber geht, dass man sehen kann, wie sich dieses ganze Projekt gemacht hat. Da gibt es diese Sternchen, das sind sozusagen Snapshots, zu denen kann man da hin und her hüpfen. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil das da raus, da sind die Controls, mhm. Ne? Also kann man zwischen den Dingen hin und her hüpfen. Man kann aber auch den Slider nehmen und einfach zurückgehen, irgendwo hin. Man sieht ab und zu, dass der Text sich dann ändert. Und hier immer gerade an dem Ausschnitt, wo man gerade ist, sieht man nur was. Und wenn wir da oben sind, dann ist das ein bisschen weiter runter gehen. Aber dann sieht man den Slider wieder nicht. Ja, das ist so eine nicht ganz perfekte Angelegenheit dann. Aber man sieht halt ganz am Anfang, wenn man hingeht, dass da noch anders aussah. Hier ist das noch so ein bisschen halt hineingepastet, alles nicht ganz richtig so. Wenn man ein bisschen weiter geht, dann sieht man, ah, so langsam, da unten sieht man es gut. Ne? Da habe ich gerade Text geschrieben in der Ankündigung. Also. Und das ist schon eine sehr geile Sache, da muss man nicht viel erklären, das versteht eigentlich auch jeder, würde ich mal sagen, ja. Relativ schnell und das Tolle ist halt immer, dass man gleichzeitig dran arbeiten kann. Mhm. Das ist schon super schick. Ja, jetzt gehe ich mal wieder zurück, Link to this version kann man noch rausgeben, Link, also man kann einen Link geben auf eine bestimmte Version. Das finde ich auch eine ganz coole Sache, habe ich noch gar nicht viel benutzt irgendwie, aber kann man eben machen. Und jetzt kann ich wieder zurückgehen zum Editieren. Genau, und rechts. Damit man nicht immer was da reinschreibt und wieder wegnimmt, um sich zu koordinieren, gibt es eben den Chat an der Seite. Ne? Kann man hier unten was reinschreiben. Und ja, kann man sich hier austauschen. Irgendjemand schaut noch zu und hört noch keinen Namen. Hamid, bist du das? Mhm. Mhm.
Und ich glaube, ich habe auch schon raufgeklickert und einfach selber so reingeschrieben, das geht sogar auch, aber wir haben mal. Jetzt sind wir, haben wir halt diese Farbe da und dann irgendwo da unten hatten wir gerade, wo sich jeder eingetragen hat. Was haben wir da? Die Seite, da. Und da sieht man dann auch, Amir hat sich hier eingetragen. Das passt mit der Farbe zusammen. Ja, und damit man das links, damit das nicht immer so abgeschnitten ist, wenn man es ein bisschen größer hat, kann man die Sidebar verstecken. Und dann kann man noch ein paar Pixel gut machen, indem man auf Full Window geht. Ach ja, das war ich auch schon. Okay, das ist also Full Window, besser geht's nicht. Und ja, weiter unten hatte ich gesagt, wer kann denn über was vortragen? Und da gibt es diese Angebote-Abteilung. Und ja, Ludo könnte was über Morsch erzählen, da haben wir schon was eingetragen. Und auch von vorherigen, auch VI-Tetris. Ja. Ja, muss man mal gesehen haben. Aber ja, wer gerade da ist und da was zeigen kann, zeigt das dann gerne vor. Wir sehen, also ich zeige immer ganz gerne noch Irsi, dass wir das im Hintergrund verwenden zum Chatten. Ja. Und was ich auch ganz gerne nachher und vielleicht nochmal zeige, ist Bitcoin Proof. Das ist die Idee, dass man sagt, ich möchte einen Beweis dafür haben, dass er eine gewisse Datenmenge zu einem Zeitpunkt hatte. Und man verwendet Bitcoin mit einer Transaktion, um dort den Hash von den Daten hineinzugeben. Das ist dann in dem Eternal Log File mit drin. Und naja, weil es jeder weiter kopiert und das weltweit auch verwendet wird und die Daten aufgeheben werden, kann man sich ziemlich sicher sein, dass es die noch gibt. Und dann kann man sagen, zu diesem Zeitpunkt muss ich diese Daten gehabt haben, weil sonst hätte ich nicht diesen Hash. Natürlich muss man das natürlich dann auch noch zeigen. Volker, der das gemacht hat, VOG, Volker Grabsch, hat das gemacht, um als Beispiel zu nennen, er zieht in eine neue Wohnung. Natürlich dokumentiert man, was so nicht ganz gut war mit einem Foto, aber von wann sind die Fotos? Das könnte jeder ändern. Nicht? Dateiner, Dingens, auch das JPEG-Header da drin kann man ja auch ändern, wenn man will. Aber was man nicht so einfach haben kann, ist zu sagen, ich habe einen Hash von diesen Daten hinterlegt in dem Bitcoin-System zu dieser Zeit. Und ja, das wäre dann der Nachweis. Und er hat eine kleine Webseite dazu gemacht. Eigentlich habe ich es jetzt auch schon gezeigt, oder? Die Idee davon gesagt, das muss ich eigentlich nur noch die Webseite zeigen, dann ist es schon gezeigt. So, da ist sie. Na? Ja. Genau. So passt es, glaube ich. Ja, da tut man diesen den Hash von der SHA-52-Funktion dort hineingeben, die Bitcoin-Adresse noch dazu. Timestamp kann man so umdrehen. Ja, dann wird das eingetragen. Im Wesentlichen macht man eine Transaktion in einer Bitcoin-Adresse, die nicht existiert, aber das ist nicht der Punkt. Ja? Einfach, man macht eine Transaktion und die Daten stehen mit drin. Es gibt auch ein paar andere Projekte, die ähnliche Idee nutzen, die stehen dann auch mit dabei. Und wenn euch das gefällt, genau, dann könnt ihr an dieser Adresse hier eine kleine Spende geben. Das ist dann vom Volker, der das gemacht hat. Ja, was mir ganz gut gefällt, auch beim Volker, dokumentiert eine ganze Menge Zeug von dem, was er da macht. Ja, da stehen dann auch noch weitere Ideen drin und so weiter da unten. Und seine Hauptadresse, um das mal so zu zeigen, ist mjh.eu. Das war mal die Adresse von so einem Gemeinschaftshoster. Also die Domain ist noch da. Und hier stehen ein paar gute Sachen, die er so gemacht hat. Kann ich euch empfehlen. Lest euch das mal durch. Ja? So. Und ich würde sagen, das waren bestimmt wieder 5 Minuten. Sollte das wieder von mir gewesen sein. Und wenn jemand jetzt noch was da hat, ja, würde ich gerne weitergeben. So, ach ja, und wir tun wir da oben müssen das einfach reinschreiben, wer hat da wann was gemacht. Ich muss kurz auf die Uhr schauen. Mit dem Mikrofon böse behandeln. Achso, das Mikrofon, sorry. Du sollst das Mikrofon lieb behandeln. Ja, das muss ich sehen, das ist genau hinter meinem Schuh. 18:37 ist. Und jetzt habe ich wahrscheinlich 5 Minuten gebraucht. Hallo. Jetzt tut sich hier einmal. Ja. Genau. Also, so mal connecten. Was passiert denn mal?
genau. Und dann schreibe ich mich da kurz hinein. 18.30 Uhr, das Sven Video was gesagt über Bitcoin Proof. Was habe ich vorher gesagt? Achso, noch ein bisschen dieses Titanpad.com zeigen. Ja? So. Und jetzt kommt der nächste. Bitte. Daniel? Okay. Ja? Okay. Dann reiche ich dir das mal irgendwie rüber. Ja. So, dann tun wir alles wieder ein bisschen hinbauen. Ja. Geht es jetzt aus? Wir haben noch nie probiert in Produktionen. Es hat sich irgendwas bewegt. Gut. Yay. Na, das just ist. Works. Wie kommt Daniel? Oder sollte ich dich Kratos nennen? Wie du magst. Daniel Kratos. Ich trage dich schon mal ein. Ja. Interessanter Hintergrund. Hast du auch noch was zu sagen? Ei! Dies. Okay, die Auflösung ist sehr. Das Fenster war von meinem Bildschirm so, schon so klar. So, hui, da gehen ja drei Tabs drauf. Ja, wenn du links okay. noch das Panel versenkst, dann hast du noch ein bisschen mehr Platz. Das stimmt. Wenn ich dann wüsste, wie es geht. Das kann man irgendwo einschalten. Keywords wahrscheinlich. Ja. Da. Behavior. Auto Hide, genau. Das ist das da oben. Das leider anschalten und dann, genau. Ja, yeah, das war ja einfach. Ja. So. Das kannst du noch auf Full Window? Achso, die Seite. Nee, dann ist es wieder auf meinem Primary Window. Ich war jetzt nicht, nicht das Window von dem Dings-Window, sondern da unten der Button. Von wegen, du kannst die Sidebar, ja. die Sidebar weggeben. Ja. Ja. Oh, und F11 drückt man. Ja, dann hat das ganz. Dann lass es wahrscheinlich weg. Na. Oh. Oder? Ja. Und noch okay. die Options da beim Script-Ding. Mhm. Ja. Jetzt sind wir da. Was ich zeigen will, ich habe gesucht nach Wimperator und ich habe es noch nicht gefunden, dass das beim vorherigen schon ein Teil gewesen wäre. Ja? Ah, Wimperator, okay. Deswegen zeige ich den Operator her, weil der ist super. Ja, der Operator ist ein Firefox-Plugin. Der macht, dass sich Firefox verhält wie Wien, ein bisschen. Es gibt da lustige Kürzel, zum Beispiel XSWR-Type-Open oder eines der wichtigeren. Da kann ich dann zum Beispiel nach URL ansurfen oder nach irgendwas googeln. Zum Beispiel nach Amazon als Beispiel. Lampen? Ja, was kann ich noch machen? Es gibt natürlich eine Hilfe, die im Wesentlichen so ausschaut wie eine Hilfe mit einem Quickstart. Ich kann Tabs wieder zumachen, ich kann sie wieder reopenen mit Undo, das ist ein U. Was noch? Ich kann Links followen, wenn ich die Maus nicht benutzen will zum Klicken, dann kann ich da F drücken und dann die Zahl von Links schreiben und dann follow ich den. Auf der Seite kann ich mit den Vim-Tasten navigieren, also das ist jetzt J und K oder Control D für Down und Up, U für Up. Links und rechts natürlich mit H und L. Mit Shift H kann ich zurück navigieren, mit Shift L vorwärts navigieren. Beim Link aussuchen kann ich auch anfangen, einen Text zu schreiben und dann sucht er nach dem Text, den ich da suche. Und ich habe gleich einen
Tür aufmacht. Ja. Ich kann auch, wenn ich mit Shift F den Link auswähle, dann macht er den Link in einen neuen Tab auf. Das sieht man jetzt natürlich nicht, aber da zum Beispiel und auf das große Ding klickt, dann ist das jetzt im nächsten Tab offen. Ja, und ich kann auch Tab Groups managen damit. Und ich kann auch in den Tabs suchen, was für mich eigentlich das Killer-Feature ist. Das ist der Hauptgrund, warum ich Wimperator gern habe, weil ich in den Tabs einfach suchen kann. Ich mache einmal B, dann habe ich da alle Tabs, fange zu schreiben an, nach was auch immer ich gerade suche, ThinkPad und sehe dann, ja, das schaut jetzt da hässlich aus, weil die Auflösung überhaupt nicht passt. Aber grundsätzlich schaut das schön aus auf meinem Screen. Und es ist eine schöne Liste und mit Tab kann ich dann durchswitchen und mir den Tab holen, den ich da jetzt gerade suche. Der sucht den Volltext von allem? Der sucht den Volltext von allem. Ja, ja, suchen kann ich natürlich. Ja. Ja. Aber er sucht in dem Text, der dann auch visible ist, oder auch findet er auch Dinge sozusagen in Links? In dem Text von links, der irgendwo... Nein, das ist nur Text von den Tabs selbst. Also die URL, ja. Wenn ich da jetzt nochmal aufmache, alles, was da unten steht, sucht er. Was da unten steht? Nicht klar. Wenn ich B drücke, dann kriege ich eine Liste von allen Tabs, die ich offen habe. Das ist alles, was ich gerade offen habe, ist jetzt zu sehen. Das ist die Liste, die nummerierte Liste in dem oberen, genau, offenen... Genau, genau. Ja. Und die grauen Dinger, das sind Tab Groups, wo wieder jeweils Tabs offen sind. Mhm. Und jede Zeile beinhaltet die Nummer, dann den Title und den Link. Und wenn ich jetzt zu tippen anfange, dann sucht den genau den Text, der da jetzt sichtbar ist. Das heißt, in den Titeln, die angezeigt werden, und in den Links, die angezeigt werden. Genau. Aber genau dort, also nicht weiterhin in dem ganz gesamten Content der Seite und so weiter. Nein, nicht. Okay. Aber immerhin, okay. Ja. Also möglicherweise gibt es auch, ich habe das aber, also ich komme mit dem sehr gut aus. Also ich habe, glaube ich, noch nie die Situation gehabt, dass ihr Zeit nicht gefunden habt mit dem. Mhm. Aber möglicherweise gibt es das auch noch extended. Ja, und dann navigiere ich da auf ein beliebiges Tab, in dem ich da draufklicke. Ja, und sonst? Ja, Navigation auf der Seite ist auch ein bisschen angenehmer, weil ich kann mit G ganz runter und mit G geht ganz rauf. Kann auch mit 50 GG zum Beispiel auf 50% der Seite springen. Ja. Ja, also viel an Navigation ist drin, Suche, genau. Ja, und alles wie I like von den Keystrokes her. Also alle, die gesamte Tastatur ist dann sozusagen ein Befehlsset. Ja, ne? Genau. Und es gibt ja einen Insert-Mode und Escape wieder zum Rauskommen in den normalen Navigationsmodus und unten auch diese Command-Leiste mit vielen Commands. Ach ja, Tab-Expansion der Kommandos, ja. Gell? Tab sehr viel. Okay. Ja, ich finde es angenehm. Mhm. Okay, wenn du schon dabei bist, ja. Also natürlich sollten wir vielleicht auch ein bisschen vermeiden, zu oft zu wechseln, aber hast du noch etwas zum Zeigen? Ich habe nichts mehr. Aber was benutzt du sonst den ganzen Tag? Irgendwas musst du ja vor der Nase haben. Also im Browser natürlich. Also mit ja, jetzt gerade seit wenigen Tagen Dart. Dart. Ja, also den Dart-Editor. Mhm. Dart ist eine neue Sprache für das Web. Das ist so ein Go-Lang. Genau, es ist sowas wie ein JavaScript, das kommt von Google, haben wir da irgendwo Code-Snippets vielleicht, oder ein
Startup. Manchmal verwende ich nur die Maus trotzdem. Ich finde jetzt keinen Code. Es schaut ein bisschen aus wie JavaScript. Manche Sachen sind ein bisschen anders. Es ist typisiert. Das ist zumindest für mich ein großer Vorteil gegenüber JavaScript. Und nur optional hat es dynamische Typen. Man kann es auf Server und Client verwenden. Ja, es kompiliert zu JavaScript, weil natürlich noch kein Browser Daten unterstützt. Außer eine lustige Version von Chrome, die von Google kommt, die ist Datium. Das ist der einzige Browser, der bisher Dart direkt unterstützt. Ja, und es gibt halt fertige IDE, diesen Dart-Editor, der ein Eclipse ist im Wesentlichen mit Anpassungen für Dart. Nachdem es von Google kommt, ist es relativ polished. Ja, relativ polished, es fehlen nur ziemlich viele Sachen eigentlich. Aber man kann damit arbeiten. Ja, unterstützt Closures, Futures und diverse anderes. Man braucht keinen Code. Dann sieht man da vielleicht ein nettes Code-Feature zum Beispiel, das mir am Anfang schnell aufgefallen ist, was ich sehr nett finde, ist dieses Punkt-Punkt. Aber das findet er jetzt nicht. Da kann man, wenn man ein neues Objekt instanziert, kann man, statt dass man new object.method macht, kann man Punkt-Punkt-Method machen und dann returniert es das Objekt und man kann sofort die nächste Methode aufrufen. Aber ja, ihr habt da leider nichts vorbereitet, deswegen. Ich habe so ein Beispiel dafür, kannst du dir mal anschauen, was ich meine, besser ist, ach, was sehe ich da, eine Forkbomb? Hm? Eine Forkbomb, ja. Ja, das Vorsicht, ist Vorsicht, das ist das Ganze. Ich hoffe, das, ja, das ist ein Familienkanal hier und wir müssen aufpassen, was wir den Kindern zeigen. Also, der Andreas Krennmeier aus Linz, jetzt nach Berlin gezogen, hat auf GitHub ein Projekt abgelegt, bei dem er Dart ausprobiert hat. Und das heißt Blackboard. Also man findet das, ich habe die URL da mal ins Dingens reingeschmissen. In, genau, GitHub, ja nicht. Was ist das? A. Krennmeier ist sein Handle, also müsste es nach Krennmeier. Okay, ich so suchen, ist nicht da. Also GitHub. A. Krennmeier. Weiter runter ein bisschen, zwei Dinge, da steht es in der Mitte jetzt. Da ist der Link, genau. Ich hätte noch etwas, das ich außer nur seitlich einsetze. Gut. Ich kann es dir nicht vorführen. Ich würde dich bitten, einfach schau dir das mal an. Mal sehen, ob es dir taugt. Und entweder, also wenn es relativ schnell geht und so, und das passt noch in die Zeit, okay. Dann können wir das nachher noch mit reinnehmen. Okay. Ich kann dir jetzt nichts darüber sagen. Ja. Er hat es mal gezeigt. Wäre so ein Beispiel für Dart. Vielleicht wäre das was Gutes zum Zeigen. Machen wir nachher. Ja, Ami hat noch was. Und dann müssen wir mal kurz wechseln. Ja, danke erstmal, Daniel. Ja. Merci. Bitte gerne. Ja. Das macht man zum tagtäglich oder so, aber oft genug muss man das machen. Und auf Linux ist das ein Problem, und zwar Video-Editing. Video-Editing, oh ja. Ja, also es gibt ja mittlerweile ein paar Projekte, die sehr vielversprechend aussehen, aber es ist echt nicht so einfach. Und das Lustige war, es ging also worum es konfigurieren. Jetzt machen wir ein bisschen bitte. Was hast du da? Du hast nicht UR-XVT, aber ist das in meiner Loop, also in meiner Config vom Außen drin? Ich kann es machen.
An dieser Stelle muss ich noch eins dazu werfen. Ich sage immer, ich will das mal machen, aber ich brauche vielleicht mehrere Leute, die das mal zu tun. Ich möchte ganz gerne einen Befehl machen, der vom Terminal raus herausgegeben den Effekt von Control Plus hat, also den Font größer und dann eben auch entsprechend wieder kleiner machen. Also wenn also Terminals reagieren ja sozusagen auf Escape-Sequenzen, manche ändern damit auch ihren Font, entweder in der Liste von 6 verschiedenen Fonts, so wie 6 Termen, oder einfach sagen nur, ich nehme die nächste größere Available Font Size, die es da gibt. Und ich möchte, dass es sowas Einfaches gibt, wie entweder Control Plus, um das zu drücken, aber das wird natürlich vom Menü-Manager abgefangen, oder eben, dass man das von per Shell-Skript heraus das Richtige herauspoppt, sodass eben der Font größer wird, sodass sich niemand mehr darum Sorgen machen muss, wie mache ich das, sondern das Tool spuckt das Richtige raus. Ja. Was mit den Fonts? So schnell gehe ich das jetzt nicht hin. Mhm. Ja, gut, okay. Ich zeige jetzt nochmal, vielleicht. Ja. Viel braucht man von dem, was ich tippe, eh nicht sehen, sondern nur den Output. Wo siehst du das oder was? Ist das die Serie von Bindens? Ich zeige es jetzt gleich. Das ist mit deinem Shell, kommt doch weiter unten, oder? Das sieht man jetzt nicht. Das ist mit draußen. Also, was immer du da tust, it's magic. Ja. Overflow hat mich darum, gebeten, also mich und einen Mac-User, also wir haben es halt beide gleichzeitig gehört, eine drehende Spirale in einem Video zu rendern. Mhm. Und jetzt haben wir dann irgendwie verschiedene Ansätze probiert, also zuerst einmal iMovie und solche Dinge, aber wir konnten nicht den richtigen Filter dafür finden. Also habe ich gesagt, ich mache es mit Image Magic und das hat sich als ziemlich effektiv herausgestellt. Und zwar mit Hilfe von drei Skripts. Das erste geht her und rechnet sich die Winkel aus, um das Bild innerhalb einer Minute einmal ganz zu drehen, clockwise, über eine Affine Transformation. Und erzeugt also für jede, also sieht man gar nicht so aus. Ja, muss man schon ein bisschen anstrengen. Vorhin die Frage, bitte. Könntest du das dann in das Titan-Pad rein copy-pasten, weil dann kann man es sowieso nachlesen. Bitte? Wenn man es in das Titan-Pad reinpastet. Ah, okay. Ja, dann hast du die Schrift so groß, wie du das brauchst. Ne? Naja, wenn du so machen, das willst. Das wird ein bisschen crowded. Ja, ist ein Problem. Sollst du auch rein haben? Du hattest eben ein Chrome-Terminal gestartet. Nein, und wollte ich. Ich habe ja. hab das ganze Zeug nicht installiert. Ja, achso. Mhm. Unlock-Terminals heißt auch nicht. Ja, jetzt mit dem X-Term. X-Term wird ein bisschen besser und passt dann, wenn er hier ist. Also mit Control, rechte Maustaste nehmen. Er muss leider erst die Font-Size ändern und dann auf Fullscreen gehen, sonst hast du wieder die rechte untere Ecke zu weit. Okay. Ah. Ja. Huge und bold, ja. Schön. Okay. Aber Moment, machen wir kurz noch einen Test. Ja. Noch davor. Denn mit SEQ, das Dings, mach mal 50 als Parameter. 50. Ja. Ja, stimmt. Siehst du, genau das meinte ich. Die letzte Zeile ist dann nämlich draußen. Jetzt musst du nur die Option Background setzen auf. Nein, das Syntax ist, die Farbe ist ja gut. Nur hast du jetzt einen hellen Hintergrund und machst Background, ja. Nur musst du mit Set vorher geben. Set Background gleich. Auf die, du bist auf Inset. Nee, heißt Light. Du bist jetzt auf Light. Mhm. Okay. Ja, dann kriegt das andere Set, Color Set. Mhm. Okay. Und da ist jetzt
Convert, okay. Ja, und was man halt hier sieht, ist, es ist eine File Transformation, die nimmt das Input Image in Null Spiral und erzeugt dafür eine nummerierte Liste an rotierten Images. Und die schauen dann so aus. Das UG ist ein Skript oder vom Image Engine? Ja, eigentlich ein Image View, genau. Der ein bisschen langsam ist verstanden. So. Und wenn man das gut geht, sieht man die Rotiertes. Mhm. Ja. Dann ein zweiter verarbeiteter Schritt. Ja. Da habe ich mir händisch ausgerechnet vorher, was ist das minimale Rechteck, damit, also das minimale Rechteck, das sichtbar sein muss, sozusagen, also sichtbar sein kann, ohne dass ich schwarze Border hineinbekomme durch die Drehung. Mhm. Und das ist mit einer Kantenlänge von 259. Ich lese die Größe des Bildes aus, wie es wichtig ist, und verwende das, um mir auszurechnen, wie viel ich das Bild verkleinern muss, an allen Seiten. Genau, also halt ein Crop und am Schluss noch man sagt, dass das nur offen kostet. Nein, und am Schluss noch auf 16:9 drüber, weil es auf 16:2 Bildschirm offen sein und das Ganze schaut nicht so aus. Wie viel JPEGs sind das im Stückzeit? PNGs, oder 1800. 1800. Ja. Ja, es ruckelt leider ein bisschen. Jetzt weiß man, aber letztendlich haben wir es auf dem Mac auch geschafft. Und zwar, also ich weiß leider nicht wie, aber hat es dann auch funktioniert. Und es hat auch geruckelt, weil das Quellbild nicht perfekt zentriert ist. Das wird sein. Das ist ja. Aber sehr schön, ja. Guter Effekt. Okay, das war also mit. Was schreiben wir auf? Also Convert von Image Magic natürlich. Und ja, wie ist nochmal der Viewer? Eye of Gnome nur fürs Viewing, aber am Schluss abspielt ich mit MPlayer. Mhm, ja, okay. Also man kann nur noch mit aus den PNGs, also den Dienst vergessen. Kannst du die Skripten irgendwo retouren? Bitte? Geht das? Das wäre so zum Herumbasteln, dass man dann noch ja. Was anderes probieren kann, wäre das ein ganz guter Anhaltspunkt. Okay. Wenn es geht. Alright. So, was sagen wir jetzt? Also etwa 7 Uhr, richtig? Wer hat noch was zu zeigen? Barry, wie war es mit dir? Ja. Mhm. So, da gehen wir weiter. Ja, oder magst du dich da hinsetzen? Ja, wegen Länge des Kabels. Ich glaube, wir wollen etwas längeres VR-Kabel. Gibt's das? Ja, geht aus. Was du willst. Passt schon. Ja. Ist ja ganz locker da. Mhm. Okay. Aber das müssen wir ein bisschen größer machen. Aha. Der macht auch noch ein bisschen. Ich muss mir erst finden. Mhm. Jetzt bei dir das Bild weg. Mhm.
okay. Ja, da geht's auch. Also mit Stream Reaper habe ich eine nette Erfahrung kannst gemacht. Kannst du die Schrift besser machen oder nicht? Ja. Bitte. Behaupte ich mal. Oh. Ja, das ist schon... Bewegt er sich aus? Nein, 4 Punkte. Ja. Aber da rechts ist eine Lupe. Was ist das? Zum Suchen. Ja, suchen, ne? Aber ist nicht unter Ansicht. Beim Knoten-Terminal ist das schon... Achso, G-Edit, ja. Oben Ansicht. Aber Control-Shift plus. Das Problem ist, dass ich jetzt da blind arbeite, weil ich da nicht sehe. Ja, das Problem kenne ich. Aber Control plus tut nicht? Oder wo bist du da eigentlich? Du bist in einem auf dem Beamer. Und die Ansicht sehe ich jetzt nur vom Beamer jetzt weg. Also gut. Es geht um DAFM. Das ist ein Radiosender, der hier über Flash sehr angenehme Auswahl an Musikstücken und Genres anbietet. Und hier wollte ich einmal so zur alten Zeit, wie ich das einmal im Kassettenrekorder Radio aufnehmen, wollte ich das natürlich auch aufnehmen und habe hier entdeckt, dass das alles nicht so einfach ist. Mittlerweile gibt es aber eine Liste von den Radiosendern. Okay, Vorführeffekt. Ja. Jo. Jetzt bin ich sprachlos. Gut. Also unter DIFM hat man die Möglichkeit, Trance, Techno, Chill Out, keine Ahnung, Russian Hits, auch aktuelle DJs, die gerade auflegen, anzuhören. Und um diese aufzunehmen, gibt es eine Liste von URLs, die man hier schon jemand die Arbeit gemacht hat und das extrahiert hat. Dies mal schauen, ob das vielleicht geht. Ja. Also hier sind die Stream-URLs. Die Liste, die wir gerade angesehen haben, hat es bereits schön zusammengefasst. Und mit Stream Reaper kann ich die einzelnen Stücke direkt in einen Ordner, ohne es zu beaufsichtigen, wirklich nach dem Titel getrennt, sodass auch beschlagwortet wird, sodass ich den Titel und ein Musikstück habe und es dann später anschauen kann. Toll ist natürlich auch, dass die Werbeeinschaltungen auch betitelt werden, so dann kann ich das eigentlich rausnehmen. Also da wird wirklich von einem Endlos-Stream schön zusammengeschnitten. Und ich das ist den Browser dann abrufen, oder wie ist das zu verstehen? Im Browser kann ich es nur über ein Flash-Element, das ist im Browser, ja, habe ich ein... Du hast ein Skript, oder was? Genau, und dieses Skript möchte ich jetzt gern zeigen. Ah, okay. Also Skript ist an und für sich das Stream-Reaper, aber... Ich kenne noch mehr. Ach Gott. Mal schauen, ob ich das da anders schaffe. Oder kann ich das darüber schieben? Jawohl. So.